Ja. Fahr doch nicht einfach los, wenn er kommt. Ja, komm. Ja, ja, ist klar. Dieses Video wird dir präsentiert von helden.de, deinem zuverlässigen Partner für Fahrrad- und E-Bike-Versicherungen. Mit dem Heldencode aus der Videobeschreibung sparst du zusätzlich noch den ersten Monatsbeitrag und unterstützt dadurch diesen Kanal Fahrradstadt Hamburg. So, ich würde vorschlagen, Folge 144 wäre das nächste. Nämlich die aktuelle Sonntagsfolge, die wir uns gemeinsam angucken. Das Grundvideo geht 7 Minuten und es kommen wieder einige interessante Szenen drin vor. So, 4K. Schon mal einstellen. So, das ist sozusagen der Startbildschirm für die Folge 144. Achso, eins wollte ich übrigens nochmal sagen, das habe ich ganz vergessen. Hier oben ist ja sozusagen die Kofi-Unterstützung angezeigt, das Monatsziel für die laufenden Kosten. Und ich war ganz begeistert, dass als wir letzte Woche sozusagen aus dem Stream rausgegangen sind, waren wir bei knapp 17% und innerhalb der einer Woche, wo nichts gezeigt wurde, haben wir relativ viel Unterstützung zusammenbekommen. Und das hat mich richtig, richtig gefreut, weil am Ende des Tages oder am Ende des Jahres zahle ich für diesen Kanal immer noch drauf und jede Unterstützung hilft da natürlich, dass irgendwann vielleicht nächstes Jahr das Ganze auch mal kostenneutral sein kann. Von daher danke an alle, die das unterstützt haben. Aber wir starten jetzt erstmal in die Folge 144. Und ich drücke mal hier auf den Startbutton. So, hier sind wir jetzt wieder auf der Radroute 7 unterwegs. Letztes Mal waren wir hier auch schon unterwegs. Und hier hat man die Straße neu gemacht. Hier hatte ich auch mal eine Stadtführung sozusagen gemacht mit der lokalen SPD. Zusammen sind wir hier lang gefahren, haben uns das zusammen angeschaut und haben darüber gesprochen, wie das geworden ist. Und diese Verschwenkung, die ist ja neu eingeführt worden zu den Zebrastreifen und die finde ich sehr gut, weil die Fahrbahnbreite dadurch stark, vielleicht zuvor stark reduziert wurde. Ne? Gleichzeitig hat man hier auch noch Parkplätze geschaffen, die nur für Carsharing sind. Das sieht man hier an dem Hamburg-Switch-Symbol sozusagen für Miles oder ähnliche. Hier dürfen also nur Carsharing-Autos stehen, direkt vor dem Bahnhof hier vorne. Fand ich auch sehr gut. Also man kombiniert hier verschiedene Umweltverbundsgeschichten und das ist etwas, was für die Zukunft sehr wichtig ist. Wir haben hier, gleich sehen wir gleich hier vorne Radbügel, wir haben Carsharing-Parkplätze, wir haben hier Park-and-Ride-Parkplatz und den S-Bahn- und Regionalbahnhof. Ne, also da hier verbindet man, hat man bei der Planung sozusagen möglichst viele Umweltverbundgeschichten zusammen organisiert. Zebrastreifen, der ist auch neu. Früher war hier eine Ampel. Und ob es natürlich so sinnvoll ist, jetzt hier zu überholen in einem sehr engen Bereich, hier direkt hinter dem Zebrastreifen, wenn hier auch noch ein Auto steht, wo ich sozusagen ja auch noch Platz zum Auto halte, weil ich ja nicht direkt an der Tür vorbeifahren möchte. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das jetzt hier ein guter Zeitpunkt ist, um hier auch noch zu überholen. Könnte man darüber diskutieren? Ich würde sagen, nein. Vor allem, da zum einen der Überholabstand gar nicht eingehalten werden kann, hier die 1,5 Meter. Deshalb hat man ja gerade die Fahrbahn so stark verschmälert. Hier sollte man vielleicht überlegen, wann man überholt und wie man überholt. Tapsi, das ist übrigens hier Bahnhof Hasselbrook an der Radroute Nummer 7.
Der Ton beim ersten Clip war missglückt, weil wir haben ja vor 2 Wochen gemerkt, dass der gesamte Clip gar keinen Ton hatte. Und ich habe sozusagen nochmal die Einzelclips zusammengesucht und in der Adobe Premiere wieder zusammengesetzt. Und ich habe leider vergessen, beim ersten Clip, der noch Ton hatte, sozusagen die Doppelung rauszunehmen. Deshalb hatten wir jetzt im ersten Clip leider die Tondoppelung. Aber das ist jetzt hier im weiteren Verlauf dann nicht mehr der Fall. Deshalb dieser Nachbrenner, Fahrrad mit Nachbrenner, war sozusagen jetzt die Tondoppelung aus der Originalspur und der von mir eingefügten Spur wieder. Was ich nicht verstehe, ist, ich kann ja Geisterradlerinnen und Geisterradler überhaupt nicht leiden. Ich finde es absolut nervtötend, gefährlich und absolut indiskutabel, wenn man als Geisterradler oder Geisterradlerin unterwegs ist, auch den anderen Radfahrer und Radfahrer gegenüber, die richtig fahren. Aber auf einem Radweg kann man ja noch sagen, okay, da kommt einem ja theoretisch nur ein anderer Radfahrer oder eine Radfahrerin entgegen. Aber wie ich auf die Idee kommen kann, dann auch noch falsch rum in eine Kreuzung hineinzufahren auf der falschen Seite, das muss man mir erst noch mal 3-mal erklären. Da verstehe ich gar nichts mehr. Am besten noch einhändig, genau, herzlichen Glückwunsch. Auf so eine Kreuzung. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Da kann man eigentlich nur sagen, komm, steig ab vom Fahrrad, schieb das Fahrrad lieber. Ich habe ja oft schon genug gesagt, Infrastruktur muss immer leicht lesbar sein. Man muss immer sofort erkennen, was möchte man von mir, was ist von mir gewollt. So. Und wenn ich nachdenken muss, erstmal, was ich jetzt tun muss, dann wird es schwierig. Da haben wir gesehen, in den Niederlanden ist die Infrastruktur immer klar und leicht lesbar und man versteht sofort darauf, man versteht sofort, was wird von mir erwartet, was soll ich jetzt tun. In Hamburg und in Deutschland ist das oft leider anders. Aber ich muss sagen, dass selbst ich relativ schnell verstanden habe, dass man hier mit dem Fahrrad nicht geradeaus weiterfahren soll. Zum einen natürlich durch die durchgezogen gestrichelte Linie, die ganz klipp und klar sagt, in diese Richtung ja, in diese Richtung nein. Diese Beschilderung aber ist dann doch etwas suboptimal, würde ich sagen. Ne? Aber hier, auch hier hätte man infrastrukturtechnisches besser lesen können, indem man hier nochmal ein Fahrradpiktogramm anbietet mit einem Pfeil nach links sozusagen und ähnliches. Aber ich verstehe, die Beschilderung und die Markierungen machen faktisch Sinn und sie sind auch richtig gewählt, aber sie sind halt nicht leicht lesbar und sofort erkenntlich. Ne, wenn ich hier mit dem Fahrrad sozusagen direkt hier drauf zufahre, dann kann ich es verstehen, dass einige Personen dann geradeaus weiterfahren. Ob sie nun wusste, dass sie hier nicht weiterfahren darf oder nicht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber ich verstehe, dass in solchen Situationen beim Fahren so etwas kontraproduktiv ist. Und auch hier hätte es in den Niederlanden so etwas so nicht gegeben. Da wäre die Infrastruktur anders gelöst. Es wäre sofort klar ersichtlich gewesen, was soll ich jetzt machen und was nicht. Und das ist leider hier eher suboptimal gelöst. Auch wenn natürlich, wenn man die einzelnen Maßnahmen sich genau anguckt, sie ganz klar sind. Ja? Die durchgezogene Linie sagt, ich darf von dieser Seite nicht einfahren. Das Schild sagt, dass der Zweirichtungsradweg links rumgeht. Das macht alles Sinn, aber ist natürlich überhaupt nicht intuitiv und leicht lesbar. Und ich kann jeden verstehen, der da dann aus Versehen geradeaus weiterfährt. Und vor allem da das Piktogramm, wir gucken nochmal ein Stückchen weiter, das Piktogramm mit dem Fahrrad und dem Pfeil hier hinten ist. Das sehe ich natürlich von da, wo ich gekommen bin, überhaupt nicht. Ne? Das müsste man hier vorne noch einmal wiederholen mit dem Pfeil. Hier da vorne am Anfang nochmal ein vernünftiges Piktogramm draufmalen mit dem Pfeil nach links. Und am besten nochmal, was weiß ich, nochmal Hinweismarkierungen, klarere. Dann wäre es ganz klar gewesen, dass man halt hier links abbiegen soll, um dann der Radroute weiter hier unten drunter zu folgen. Was mache ich, wenn ich, ja, das obere weiße Schild ist falsch, die Markierung, ja, wir können mal zurückgehen, das Zusatzzeichen, also ich verstehe,
was man dann mit dieser Beschilderungsart sagen möchte, aber ist natürlich keine vernünftige Beschilderung. Ne? Das ist ganz klar. Hier sieht man, das obere Schild heißt Radweg, Zwei-Richtungsradweg, links rum. Das sagt aber im Grunde nur aus, dass links ein Zwei-Richtungsradweg ist, aber das sagt natürlich nicht aus, dass ich hier nicht geradeaus weiterfahren soll. So, ich kann mir das herleiten, was man mir damit sagen möchte, ja, aber es ist natürlich, wenn ich hier anhalten muss und mir das Schild angucken muss, um dann zu verstehen, was möchte man mir eigentlich sagen, dann ist es schlecht. Ja, weil ich muss es natürlich sehen. Wenn jeder im Auto erstmal anhalten muss, aussteigen muss, sich vor das Schild stellen muss und gucken muss, was soll ich jetzt hier machen? Das funktioniert ja auch nicht. So, ne? Also es macht halt einfach keinen Sinn. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, was tust du eigentlich, wenn du auf einer Straße unterwegs bist und hast dann die Einfahrt verpasst? Ja, du willst abbiegen, willst jetzt hier einkaufen gehen und du hast leider die richtige Einfahrt verpasst. Was machst du dann? Was für Möglichkeiten hast du? Und was machen die Leute, die im Auto sitzen? Die wählen etwas ganz Schlaues. Die nehmen einfach eine Einfahrt später und fahren auf dem Gehweg einfach zurück. Warum auch nicht? Wir haben ja nun oft schon festgestellt, dass es mit den Verkehrsregeln und der Kenntnis der Verkehrsregeln oft oder manchmal nicht so weit her ist und dass manche etwas nicht ganz verstehen. Hier haben wir jetzt zwei Probleme. Zum einen ist das hier ein reiner Rechtsabbieger. Ja, das heißt, das Auto hier möchte rechts abbiegen. Hat hier eine eigene Ampel mit grün. Warum auch immer, die Person fährt nicht, weil Ampel nicht gesehen oder ähnliches. Das ist das eine natürlich. Ne, hier wird ja auch geblinkt, wir sehen es, es wird geblinkt. Aber scheinbar hat man die Ampel nicht gesehen, nicht aufgepasst. Keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Aber jetzt muss ich sagen, diese Ampel mit dem Rechtsabbieger, das gilt natürlich auch für den Radverkehr, der jetzt hier ist. So, jetzt stellen wir uns eine Situation vor, dass wir hier nicht alleine unterwegs sind, sondern hinter uns sind auch noch Radfahrende und die möchten gerne rechts abbiegen. Ich möchte geradeaus. Das heißt für mich geradeaus, Ampel ist rot, für die Radfahrende hinter mir, Ampel ist grün. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an, was für Infrastruktur wir hier haben. Sollen die sich jetzt hier an mir irgendwie vorbei und dann abbiegen oder so? Warum gibt es hier keinen vernünftig ausreichenden Platz für die, die rechts abbiegen wollen? Das würde man ja bei den Autofahrenden auch nicht machen. Da würde man ja auch nicht getrennte Ampelschaltung machen, geradeaus rot, rechts abbiegen grün, aber nur ein Fahrstreifen für beide Richtungen. Auf die Idee würde ja auch keiner kommen. Denn hier hat man ja auch extra noch einen Abbiegestreifen gemacht, weil die ja auch grün haben. Warum macht man dies beim Radverkehr nicht auch so? Warum wird der Radverkehr hier jetzt schon wieder benachteiligt, dass die Radfahrenden, die jetzt weiter hinten stehen, keine Möglichkeit haben, rechts abzubiegen, wobei man für den Autoverkehr sogar extra noch einen Abbieger macht. Ne? Und vor allem, wenn man bedenkt, hier gibt es sogar drei Fahrstreifen, das heißt, man hätte locker noch Platz gehabt, um das vernünftig umzusetzen. Aber man hat natürlich wieder nicht so weit gedacht. Und was machen die Leute natürlich dann, wenn sie abbiegen wollen? Ne? Sie fahren eben nicht hier lang, sondern sie fahren am Ende hier über den Gehweg. Leider Gottes. Was natürlich falsch ist. Gleichzeitig haben wir hier wieder dieses typische indirekte Linksabbiegen, was wir hier haben in Hamburg. Und jetzt sollen wir mal einer erklären. Ja, wir haben hier indirektes Linksabbiegen. Ihr seht das jetzt nicht, aber hier in der Streuscheibe ist nur der Fußverkehr drin. Das heißt, der Radverkehr hat keine eigene Ampel hier an dieser Stelle. Ich sehe zumindest keine. Ich gucke nochmal zurück.
Nee, keine eigene Ampel. Ne? Wir sehen hier nochmal, es ist schlecht zu erkennen, aber hier in der Ampel kann man das sehen. Ne? Hier ist nur eine Fußgängerin und ein Fußgänger abgebildet. Das heißt, hier ist nur Fußgängerverkehr. Das heißt, wenn ich mit meinem Fahrrad von hier komme, indirekt links abbiegen möchte, fahre ich in die Tasche rein. In Hamburg ist es immer so geregelt, sobald hier eine eigene Ampel für den Radverkehr ist, haben wir hier auch eine Haltelinie. Ist hier keine, also indirektes Linksabbiegen ohne Wartepflicht, haben wir durchgezogen. Also haben wir nicht durchgezogen, haben wir gestrichelte Linie. Ist in dem Fall auch so, ne? Also hier gestrichelte Linie, keine eigene Fahrradampel. Das heißt, ich komme von hier, sortiere mich ein und kann jetzt jederzeit, wenn es frei ist, kann ich rüberfahren. Ja? In der Theorie. In der Praxis schauen wir uns jetzt mal den Autoverkehr hier an. Möchte irgendeiner auf die Idee kommen, jetzt selbst abzuschätzen, wann man losfahren kann? Bei dem Autoverkehr hier? Nee, macht man nicht. Also wartet man, bis auch die anderen alle grün haben. Wenn ich indirektes Linksabbiegen anbiete, ohne Wartepflicht, dann geht es natürlich nur an Kreuzungen, an denen das auch gefahrlos möglich ist. An dieser Kreuzung mit teilweise 4 oder 5 Fahrstreifen, die alle gleichzeitig grün haben sozusagen, würde ja niemand auf die Idee kommen, jetzt eigenständig loszufahren. Das ist also vollkommen sinnlose Infrastruktur. Ne, hier haben wir das beste Beispiel. Anhalten. Aber der würde jetzt nicht auf die Idee kommen, jetzt irgendwann loszufahren oder so. Ja. Irgendwelche Idioten kommen immer auf die Idee, von hinten über Rot zu fahren. Was die Person jetzt vor mir jetzt für Vorteile hat, außer dass sie den Platz dicht macht für andere Leute, die von links kommen könnten, weiß ich nicht. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, da über Rot zu fahren. Aber es gibt immer Idioten, die das trotzdem machen. Und jetzt sehen wir nämlich ganz tolle Infrastruktur. Der Radweg, den es vorher nicht gab, der dann kurz anfing, hört am besten jetzt schon wieder auf. Und wir haben jetzt einen gemeinsamen, benutzungspflichtigen Geh- und Radweg. Das heißt, wir können uns jetzt nicht entscheiden, wir wechseln auf die Fahrbahn, sondern wir müssen hier auf der Nebenfläche fahren. Und jetzt gibt es hier etwas sehr Spannendes. Und zwar ist dieser Neubau, er ist schon ein bisschen älter, aber das Grundstück geht bis hier. Das heißt, der gemeinsame Geh- und Radweg ist dieses schmale Stück hier. Das ist hier Privatgrundstück. Und warum hatten wir den Platz nicht? Weil wir unbedingt 5 Fahrstreifen haben wollten. Wir brauchen unbedingt 2 Fahrstreifen hier, 3 Fahrstreifen da. Und weil wir unbedingt 5 Fahrstreifen für den Kfz-Verkehr brauchen, hat der Fußverkehr und der Radverkehr hier nur noch so eine minimale Fläche übrig. Prioritäten. Wie verhält man sich, wenn ein Bus an einer Bushaltestelle anhält? Mit Sicherheit nicht so. Ja, wir überholen von hinten noch mal mehrere andere Leute, damit ich möglichst schnell an dem Fahrradfahrer noch vorbeikomme, um dann den Bus zu überholen. Dass das ein Fahrschulauto ist, möchte ich jetzt nicht erwähnen. Also für eine Fahrschule würde ich behaupten, da sollte man die Regeln dann doch besser kennen. Aber was weiß ich schon, ich habe ja noch keine Fahrschule besucht. Vielleicht sind die Fahrschulen alle so. Ich habe keine Ahnung. Huch? Wie kamst du denn dahin? Also irgendwie, ich weiß nicht, wie du dahin gekommen bist.
Tja. Scheint ja nur über die Kreuzung, über den Geh- und Radweg zu sein. Aber hey, wenn man nicht alles abpollert, dann wird da auch draufgefahren. Aber immerhin der Warnblinker ist an. Man muss ja schon mal sagen, immerhin der Warnblinker ist an. Ne? Wir sehen hier, alle Ein- und Ausfahrten sind abgepollert aus gutem Grund. Leider hat man vorne im Kreuzungsbereich nicht auch alles zugepollert. Hier ist alles abgepollert. Muss man wohl so machen. Und weil wir ja gerade dabei sind. Aber mit so einem Auto, da kann man das auch nicht anders machen. Ne? Wo soll man sonst parken? Es geht halt nicht anders, ne? Und ihr könnt jetzt mal raten, ich habe es leider nicht auf Kamera, ich kann es euch nur sagen, wie es war. Wir gucken noch mal ein Stückchen zurück. Hier sehen wir jetzt, hier kommt ein Auto angefahren. Das müssen wir im Auge behalten. Das Auto fährt auf die Ausfahrt zu. Ja, wir gehen nochmal zurück. Wir gucken jetzt hier rechts. Hier kommt das Auto. Diese Ausfahrt ist aber leider komplett zugeparkt. Wie die Feuerwehr zum Löschen rankommen will, weiß ich nicht so genau, aber die Ausfahrt ist komplett zugeparkt. Wo fährt das Auto jetzt wohl raus? Ihr dürft raten. Wo fährt das weiße Auto von rechts jetzt gleich weiter? Ne? Ich kann es euch sagen. Hinter mir über den Gehweg. Ne? Das Auto kommt hier angefahren, fährt jetzt hier den Gehweg entlang und nimmt die andere Ausfahrt. Ganz toll. Immerhin hat sie sich entschuldigt. Und Geisterradlerin darf es natürlich nicht fehlen. Ohne Geisterradlerin geht's nicht. Hier sind wir jetzt nicht in Hamburg, sondern ich bin hier zu einer geschäftlichen Tagung unterwegs gewesen, und zwar ist das zwischen Hamburg und Bremen. Und hier sind wir jetzt innerorts unterwegs auf einem benutzungspflichtigen gemeinsamen Zweirichtungs-Geh- und Radweg. Ja? Hier ist Tempo 50 innerorts. Ich habe keine Ahnung, warum das hier zu gefährlich ist, dass man hier mit dem Fahrrad nicht fahren darf, aber es ist ein gemeinsamer, benutzungspflichtiger Zweirichtungs-Geh- und Radweg. So. Und hier an der Kreuzung scheint es wohl Gefahrensituationen gegeben zu haben. Hier scheint es wohl Unfälle gegeben zu haben. Ja, weil wir haben hier ein Achtungsschild mit dem Zusatzzeichen Unfallschwerpunkt. So, und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, wenn man hier die Situation hat, dass es hier auf diesem zwei-Richtungs-gemeinsamen benutzungspflichtigen Geh- und Radweg hin und wieder zu Unfällen kommt, weil die Leute nicht aufpassen, was könnte man dann tun? Man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Man könnte gucken, okay, was für Unfälle waren das? Welche VerkehrsteilnehmerInnen waren da jetzt involviert? Wer ist von wo gekommen? Was ist passiert? Wie kann man das baulich eventuell ändern? Variante 1. Das ist ja auch die bessere Variante. Variante 2 ist, wir weisen die Leute darauf hin, dass es hier Unfälle gibt. So. Und für die hat man sich hier entschieden. Und da muss man ja noch entscheiden, wem zeigt man denn den Hinweis? Ja? Wen weist man denn darauf hin, dass es gefährlich ist? Weist man den darauf hin, der die größere Wucht hat, andere zu verletzen und zu töten, die also eine höhere
Aufsichtspflicht haben, eine gewisse höhere Verantwortung haben, oder weist man die potenziellen Opfer und die potenziellen Schwächeren darauf hin? Hier hat man sich dazu entschieden, man weist lieber den Fußverkehr und den Radverkehr darauf hin, dass die gefälligst aufpassen sollen. Statt dass man die darauf hinweist, die eventuell die Stärkeren sind und die eventuell andere verletzen oder umbringen, wenn man sich schon dagegen entscheidet, das baulich zu ändern. Über dem Stoppschild ist das Hinweisschild Radverkehr in beide Richtungen. Also hier wird schon darauf hingewiesen, dass hier Radverkehr in beide Richtungen ist. Das ist das Zusatzzeichen Radverkehr und dann die Pfeile in beide Richtungen. Was auch an Einbahnstraßen oft ist, wenn die Einbahnstraße für den Radverkehr in beide Richtungen freigegeben ist. Das ist einfach das Hinweisschild. Achtung, hier kommt Radverkehr aus beiden Richtungen. Ja? Aber man hat sich dazu entschieden, man weist lieber den Schwächeren darauf hin. Umgangssprachlich nennt man das auch Victim Blaming. Offizielles Victim Blaming von behördlicher Seite. Wo soll man mit seinem Trecker sonst stehen? Hier leider nochmal eine Tondoppelung, aber ich glaube, das schaffen wir nochmal hier. Hier gab es leider auch nochmal eine Tondoppelung durch den wiedereingefügten Ton. Die Situation hatten wir schon mal. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Szene von damals erinnert. Hier, wir gehen nochmal zurück. Hier ist eine Bushaltestelle. Hier ist Halteverbotszone. Ausgenommen für entsprechende Fahrzeuge, die hier die Kinder abholen wollen für die Schule oder zurückbringen. Und die stehen jetzt hier wieder in zweiter Reihe. Würden diese Fahrzeuge hier in der Bushaltestelle stehen, würde in beide Richtungen Schrittverkehr gelten, oder Schrittgeschwindigkeit gelten. Dadurch, dass sie nicht in der Haltestelle stehen, die hier ist, sondern in der Parkzone, gilt die Schrittgeschwindigkeit nur in Fahrtrichtung, nicht in Gegenrichtungen. Das nur mal so als Hinweis. So, der Autoverkehr, der jetzt in unsere Richtung weiterfährt, ist also jetzt durch. Und die Personen, die jetzt hier in den Autos warten, weil sie ja das Hindernis auf ihrer Seite wahrhaben, können jetzt sehen, durch das Fenster, was als nächstes kommt. Das heißt, der Fahrer in diesem Fahrzeug sieht jetzt schon, dass ich als nächstes komme. Er kann mich jetzt schon sehen. Ich sehe ihn, er kann mich sehen. Was macht man also jetzt? Man fährt trotzdem los. Weil man hätte ja auch warten können, weil da ist ja noch Verkehr, der einem entgegenkommt und man hat ja die Wartepflicht, weil das Hindernis ist auf der eigenen Seite. Aber wofür entscheidet man sich dann doch? Ach komm, ich sehe den zwar, der kommt auf mich zu, aber komm, ist doch egal. Ja. Fahr doch nicht einfach los, wenn er kommt. Ja, komm. Ja, ist klar. Ich verstehe manche Menschen nicht. Ich verstehe manche Menschen nicht. Ich sehe 10 Sekunden vorher schon, da kommt einer. Sage mir persönlich, interessiert mich nicht, ist mir scheißegal, ich fahre einfach los. Ob da einer kommt, ist mir ganz kackegal, ich fahre trotzdem los. Merkt dann ja, oh. Jetzt komme ich ja gar nicht mehr weiter. Ja. Gestikuliert auch noch in seinem Auto. Ja. Weiß nicht, ob er hier sowas macht. Ich habe keine Ahnung, was das. Kann ich nicht genau erkennen, was er mir damit sagen will.
Ja, oder er gestikuliert einfach mit der Hand, kann auch gut sein, ja. Muss dann zurücksetzen. Fahr doch nicht einfach los, Alter! Irgendwas, das habe ich nicht verstanden, was er mir da erzählt hat. Ich habe hier irgendwas zu tun, ich habe keine Ahnung, aber das zweite habe ich verstanden. Ja, komm. Ja. Nämlich, du bist ein Hu-Punkt-Punkt-Punkt-Sohn. Ja, also das habe ich dann doch verstanden. Fahr doch nicht einfach los, Alter. Ja, komm. Ja, komm. Ja, ja, ist klar. Ja. Ah, ja, sonst, das kann es auch sein, sonst nichts zu tun. Ja, das kann auch sein. Das ist möglich, dass das kam, ja. Möglich wäre es das, ja. Und zum Abschluss, wo wir gerade bei Infrastruktur sind, die schlimmste und furchtbarste Radwegsituation auf einer Hauptstraße, die ich in Hamburg seit längerem gesehen habe, die sehen wir jetzt hier sozusagen. Wir haben jetzt hier einen Radweg auf Fahrbahnniveau, zwar nicht, also nicht benutzungspflichtig, weil das passende Schild wie in Hamburg immer fehlt, also nur normaler Radweg auf Fahrbahnniveau. Und das ist eine Infrastruktur, die ist schon alt. Das sind eine der ersten sozusagen, die wir in Hamburg, also eine relativ alte Radinfrastruktur auf dem Niveau, und das sieht man auch. Und ich bin ein erfahrener Radfahrer, weil ich fahre relativ viel Rad, aber auch ich fühle mich, wenn ich auf dieser Straße fahre, immer sehr, sehr, sehr unwohl. Das muss ich wirklich sagen. Davon ab, dass es also sehr eng ist und rechts davon parkende Autos sind, sieht man das hier sozusagen an jedem Kreuzungsbereich. Der Radverkehr weggeführt wird und wieder hingeführt wird. Ja. Das heißt, man wird sozusagen auf diesem sowieso schon viel zu engen Radweg, der ja auch nicht mal, also passt ja nicht mal, fast nicht mal ein Piktogramm drauf, dann auch noch links und wieder zurückgeführt wird. Das heißt, man fährt hier mit dem Fahrrad hinter der Kreuzung immer wieder so leicht nach links auf die Autos zu. Und das ist natürlich besonders gefährlich. Also wenn man das, also das möchte man wirklich nicht machen. Ne? Ja, auf den LKW, zum LKW brauchen wir gar nichts sagen. Also ne? Erst nach rechts weg. Dann wieder zurück. Ne? Also. Und dann wirklich geht's eng weiter. Plus die parkenden Autos auf der rechten Seite. Ne? Also. Da. Fängt mal, also bei solcher Infrastruktur, da graust es einem wirklich. Ob ich abgestumpft bin oder ob ich, also das Leben ist im Moment nicht an mir vorbeigezogen. Wahrscheinlich bin ich wirklich schon abgestumpft, das kann sehr gut sein. Unwohlgefühl würde ich sagen, ich habe mich unwohl gefühlt in der Situation, ja, das schon. Aber da ich den LKW vor kurzem selber erst überholt hatte, weil er nämlich im Stau stand, als ich vorbeigefahren bin, wusste ich, er ist da. Von daher hat der LKW mich jetzt nicht überrascht und ich habe ihn ja auch gehört. Das heißt, ich wusste, er kommt jetzt. Aber klar, unwohl fühlt man sich natürlich bei solcher Infrastruktur natürlich trotzdem, ganz klar. Hier gab es vor dem Umbau früher einen Radweg. Den gibt es heute auch immer noch, weil man hat auch wieder hier nur in dem Bereich den Radweg weggenommen, sozusagen. Und genau hier ist der bauliche Radweg wieder da. Ne? Und man hat ihn sozusagen immer nur in diesem Kreuzungsbereich weggenommen, hat ihn dann auf die Fahrbahn gelegt, hat aber natürlich den Grundriss, also die Breite der Fahrbahn, die hat man natürlich nicht verändert. Ne? Das heißt, es ist für alle nur noch enger geworden. Ne, und hier ist immer noch der alte Radweg ist noch da. Und an der nächsten Kreuzung, sozusagen, wo der Kreuzungsbereich neu gepflastert wurde, hat man den Radweg wieder ersetzt. Aber in dem Zwischenbereich auf beiden Seiten hat man den Radweg eben nicht ersetzt.
Ja, stell dir vor, rechts schießt ein Auto raus. Genau. Deswegen, in dieser Straße bist du wirklich in der Bredouille, dass du von links die fahrenden Autos hast, von rechts hast du die parkenden Autos und die Ein- und Ausfahrten und von beiden Seiten kann potenziell etwas auf dich eindreschen und dann hast du noch so einen ganz schmalen Radfahrstreifen, ne, wenn man sie sieht hier, also in Anführungszeichen Radfahrstreifen, und dann, wenn man das Fahrrad so sieht hier, ne, also plus Lenker und Lenker, da ist nicht viel Platz nach links und rechts. Ne? Also hier passt das Fahrrad gerade mal so rauf. Und da ist nichts zum Ausweichen. Da hast du keine Möglichkeiten. Wenn jetzt irgendwas links oder rechts passiert, kannst du eigentlich nur die Augen zumachen und kannst hoffen, dass es schnell vorbeigeht. Deswegen, also solche Infrastruktur, da hätte man es lieber beim Radweg belassen sollen. Also da hätte man lieber lassen sollen, weil das ist also wirklich in beide Richtungen. Und drüben ist nochmal so ein Ding, ne? Also hier links ist nochmal so ein Radweg, der genauso schmal ist und der genauso gefährlich ist, ne? Sogar noch gefährlicher, weil hier haben wir ja zumindest noch ein bisschen Luft zwischen Bordstein und parkenden Autos. Ja, aber hier sind die Autos ja wirklich direkt dran auf der anderen Seite. Da sind die Autos direkt am Kannstein, am Bordstein. Und dann kommt das Fahrrad gleich direkt. So. Also mehr als 1 Meter. Also das hier, keine Ahnung, 1,10 Meter vielleicht. Zusammen sind es vielleicht 1,30 Meter so. Schätzungsweise müsste man ausmessen irgendwie. Also das ist halt inklusive Rinne halt nicht so viel, muss man sagen. Ne? Ja, genau. Und da wird jetzt erwartet, dass dort junge und alte Menschen fahren oder generell unsichere Radfahrende. Ja, genau das wird erwartet. Weil auf dem Gehweg fahren ist ja verboten. Ja. Und das ist dann diese inklusive Infrastruktur, die alle mitnehmen soll. Ist klar. Weil hier würden auf jeden Fall unsichere Menschen, die freuen sich hier zu fahren. Das ist da fühlen die sich richtig sicher, da fühlen die sich richtig wohl. Vielen Dank für dieses Monstrum, was man hier hingesetzt hat, wirklich. Und deswegen auf dieser Straße, wenn man hier unterwegs ist, kann man regelmäßig erkennen, dass der Großteil der Radfahrerinnen und Radfahrer auf dem Gehweg fährt. Auf der Seite und auf der Seite. Weil alle, die nicht sicher sind, für die ist das hier ein absoluter Horror. Und lebensgefährlich, wie es schon im Chat steht, ja. Und das nennt sich dann gute Radinfrastruktur, mit der wir die Mobilitätswende gut voranbringen wollen. Ist klar, Digga.